Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Heute bauen wir etwas bei SpongeBob und zwar eine weiße Limousine, damit wieder ein bisschen was auf unsere Straßen kommt in den Bikini-Botteln. SpongeBob freut sich natürlich damit, jetzt zu großen Krabbe hingefahren zu werden, um sich denn ein paar leckere Krabbenburger natürlich nicht zu gönnen, sondern zu brutzeln. Denn Mr. Krabs, ihr wisst ja, der bezahlt SpongeBob nicht, um Krabbenburger zu essen, sondern um sie zu braten. Und damit das natürlich gleich mal klappt, bauen wir unsere Limousine. Von daher schnappen wir unsere Blöcke und dann geht's los. Legen wir erstmal los, uns glatte Quarzstufen, Blöcke wie Treppen einmal rauszuholen. Türkises Glas finde ich ganz schick heute. Dann holen wir uns noch Eisenblöcke raus, Eisenpfeiltüren, schwarzer Beton, Knöpfe dazu, wie ein bisschen Stolpertrag, Haken. Die Limo ist relativ simpel aufgebaut. Zuerst fangen wir mal mit den Hinterrädern einmal an. Die platzieren wir mal nebeneinander zum Abstand zu einem Block. Dann nehmen wir gleich schon mal ein paar Stufen raus und setzen vorne hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Dann können wir wieder einmal unsere Räder hinsetzen. Auf der anderen Seite können wir natürlich auch nochmal die Stufen platzieren, in der Mitte auch. So schließen wir das hier vorne einmal. Weiter geht's denn, dass wir auf der Vorder- wie Rückseite nochmal zwei weitere Reihen uns platzieren wollen. Nur, dass wir halt auf der Vorderseite nochmal eine weitere Stufe hinsetzen. Und Rückseite, da bleibt es dann einfach mal hier bei den zwei Reihen. Von daher kannst du jetzt entscheiden, wo vorne und hinten sein soll bei dir. Als nächstes bauen wir schon mal unsere Türchen für unsere Limousine. Die werden sich gleich mal über unseren Rädern befinden. Das heißt, hier können wir Eisenblöcke hinsetzen und darauf gleich einmal die Falltüren. Auf den Seiten unserer Limousine platzieren wir jetzt einfach mal eine Quarzblockreihe. So, schön einmal so lang. Andere Seite auch und die Mitte. Ach komm, da können wir ruhig auch nochmal eine Blockreihe hinsetzen. Kommen wir mal kurz zur Vorderseite. Hier können wir nochmal ein paar Treppen umgedreht vorne einmal dran platzieren. Und dann nehmen wir noch, na, würde ich mal sagen, noch eine Treppe ganz vorne einmal hin, die wir draufsetzen. Und dahinter machen wir nochmal zwei weitere Stufen rein. So, jetzt gehen wir mal zur Rückseite. Hier wollen wir natürlich auch nochmal eine Treppenreihe hinten einmal ransetzen. Und auch hier nochmal eine Stufenreihe hinten platzieren. Da machen wir mal so eine kleine U-Form, sodass wir hinten die Mitte noch ein bisschen offen lassen. Nehmen wir nochmal die Treppe zur Hand. Wir fliegen jetzt auf die Vorderseite einmal. Hier können wir jetzt einmal vor unserer Eisenpfeiltür eine normale Treppe einmal platzieren. Auf der anderen Seite machen wir auch wieder die Treppe so, dass Rücken an Rücken hier einfach mal ist. Jetzt wollen wir uns das einmal so machen, dass wir immer so eine Treppe, die sich immer gegenseitig hier so ein bisschen anschauen. Danach kommt dann wieder Rücken an Rücken und die schauen sich dann wieder an. Das Spiel machen wir so lange, bis wir natürlich zur Hintertür kommen. Und hier hinten setzen wir jetzt keine Treppe hin, sondern einen Block. So, andere Seite auch nochmal. Die Mitte lassen wir frei. Hier können wir ruhig eine Stufe hinsetzen. Hier auf der Vorderseite zwischen den Treppen setzen wir eigentlich auch nochmal am besten eine Stufe hin. Und hier auf der anderen Seite machen wir nochmal das Spiel, wie wir es gerade hatten mit den Treppen, einfach mal, dass wir die abwechselnd hier immer so aneinander setzen. Und wenn wir das geschafft haben, können wir jetzt hier in der Mitte einmal unsere Glasblöcke reinsetzen und obendrauf setzen wir nun unser Dach. Können das hier einmal mit den Stufen bis nach hinten wieder einmal hinziehen. Und dann haben wir schon wieder fast alle Blöcke verbaut, bleiben noch zwei Sachen übrig. Einmal der Stolpertraghaken, der wird unser Türgriff werden und die Knöpfe sind dafür da, um die Felgen darzustellen von unseren Rädern. So, andere Seite werde ich mir das natürlich auch nochmal platzieren. Wunderbar. Und dann holen wir uns zum Abschluss nur noch ein paar Kleinigkeiten raus. Einmal glatte Sandsteintreppen. Glatte Steinstufen, dann würde ich euch noch ein bisschen Zauntor empfehlen. Meine Empfehlung ist jetzt hier davon das Tropenzauntor. Und dann holen wir uns noch ein Skelettschädel raus. Mit unserem Baumaterial fliegen wir einmal auf die Rückseite von unserer Limousine hin. Hier haben wir noch die eine Lücke, da setzen wir einmal unsere glatte Sandsteintreppe hin. Darauf einmal unsere Stufe und hinten dran einmal unser Zauntor. Das soll unser Propeller sein oder unser Motor, womit wir das Bildchen dann auch antreiben können. Auf der Vorderseite wollen wir uns dann natürlich noch eine kleine Figur hinsetzen. Einfach auf unserer Treppe setzen wir jetzt unseren Skelettschädel hin und dann haben wir unsere Limousine damit auch fertig. Wir sind wieder am Ende des Videos angelangt. Jetzt kannst du deine Limousine natürlich überall in deiner Stadt platzieren, wo du möchtest. Sonst schau noch gerne oben bei uns in die Infobox rein. Da habe ich dir noch ein paar tolle Videos zusammengestellt. Sonst abonniere noch gerne den Kanal, dann bist du immer auf dem laufenden Stand und verpasst kein Video mehr. Und dann war es das wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche dir noch einen schönen Tag, bleib gesund, haut's rein und ciao. Thank you.